Mein Name ist Christiane Oertel und ich habe in Halle an der Burg Giebichenstein Kunst studiert und bin eigentlich direkt nach meinem Kunststudium in die Hochschule für Bildende Künste nach Dresden gekommen und habe dort die Buchwerkstatt übernommen und habe aber auch die Papierwerkstatt, die ganz frei arbeitende Papierwerkstatt aufgebaut. Und seit 2019 arbeite ich in dem EU for Art Projekt als Teamleitung, als Teamleitende. EU for Art ist eine Allianz aus vier europäischen Kunstakademien, die auf Initiative der europäischen Hochschulbildung von der Europäischen Kommission ausgelobt wurde. Und wir hatten das große Glück, mit unseren Partnern der Kunstakademie aus Rom, aus Riga und aus Budapest in diesen Verbund gehen zu können, um einfach ein Projekt zu entwickeln, das der Mobilität für Studierende, dem wirklich praktischen Austausch für Studierende und auch für Lehrende dient, das einfach Mobilität vereinfacht, was wirklich dem Austauschgedanken, dem europäischen Austauschgedanken wirklich näher kommt, wo ganz, ganz viele Dinge eine Rolle spielen. Nicht nur der Austausch über die eigene künstlerische Position in den verschiedenen Lehrmöglichkeiten an diesen vier Akademien, sondern auch, was spielt Sprache für eine Rolle? Wie finde ich mich plötzlich in anderen Ländern, in anderen Strukturen zurecht? Und das bedeutet eben auch wirklich eine Vernetzung von Schulen. Das geht nicht nur um den Austausch in der Lehre, sondern es geht insgesamt um ein Miteinander, dass man eine europäische Hochschulkultur in Europa erreichen kann.